Die Streitkräfte in Mali brauchen Unterstützung im Kampf gegen Terroristen. Helfen soll eine europäische Ausbildungsmission. Seit heute hat die Bundeswehr deren Vorsitz. Mali liegt in der Sahelzone, die als Rückzugsort für islamistische Kämpfer und Menschenschlepper gilt. Die Bundeswehr beteiligt sich bereits mit bis zu 1.100 deutschen Soldaten an der UN-Mission MINUSMA. Bei der europäischen Trainingsmission EUTM sind bis zu 600 weitere im Einsatz. Die Mission in Mali gilt als gefährlichster Einsatz der Bundeswehr. Amtsübergabe bei der europäischen Ausbildungsmission EUTM in Mali. Der deutsche Brigadegeneral Jochen Deuer übernahm heute die Verantwortung für fast 1000 Soldaten aus 25 Ländern von seinem spanischen Vorgänger. Das Ziel: die Streitkräfte Malis und der Nachbarländer für den Kampf gegen Terrorgruppen ausbilden. Ich habe einen großen Respekt und eine große Dankbarkeit, dass ich diese Mission der EUTM Mali in den nächsten Monaten führen darf. Aus Deutschland sind derzeit 110 Ausbilder dabei. Etwa 900 deutsche Soldaten sind darüber hinaus als Teil der UN-Friedenstruppe MINUSMA in Mali. Nach dem schweren Terroranschlag auf einen deutschen Konvoi vor 2 Wochen mehren sich Stimmen, die eine Debatte über die Neuausrichtung der Missionen fordern. Denn trotz des internationalen Engagements ist die Zahl der Opfer stetig gestiegen. Und allein in den vergangenen 12 Monaten hat Malis Militär 2-mal geputscht. Also grundsätzlich wäre eine Debatte über das deutsche Engagement im Ausland hilfreich, so auch über das Engagement in Mali. Weil so können wir eigene, also Deutschland kann eigene außenpolitische Positionen besser festigen durch die öffentliche Debatte. Die deutsche Debatte über den internationalen Einsatz wird kommen. Beim stark engagierten Frankreich, aber auch in Mali selbst ist sie schon in vollem Gange.